Oh Gott, ich dachte nicht, ich hätte ihn mit meinem Damage schon vertrieben, aber nee. Ja, du machst nicht mal Damage. Hier ist einfach nicht. Nö, dass er da ist. Scheiß auf ihn. Kevin. Ich hab den Todbringer ausprobiert und der ist nicht 2, ne? Der Ja. Raketenwerfer. Ja. Er ist sehr komisch. Sehr ungewohnt. Er ist einfach komisch, so. Es ist nicht wirklich anders sagen. Er schießt nicht wirklich Raketen. Das ist das Ding, so. Ich kann dir das ja mal nachher zeigen, wenn ich hier den Roboter werfe. Okay, mal den Nörgel abgewehrt. Kann ich hier noch Schaden machen, nur verrenne ich einfach zu irgendeinem Kern und ballert Damage durch. Gut, dann bleibt er im Kern und ballert Damage durch. Kann ich nicht. Okay. Doch, kann ich. Dann noch eins, aber egal. Hahaha! Dora, ich hab dich geschaut! Ich weiß, wie ich Schaden machen kann. Dreh die Scheißkanone, du Nutte. Läufer kann ich da hinten echt schon denken. Ich hab kein Bock mehr nach der Aktion jetzt. Okay. Hostet man einmal eine gehärtete Namiel. Was macht man? 3 Randoms kommen rein und krepieren 4-mal. Das ist doch ein Pech. Also bei mir klappt's. Ich mach diese Event-Quest mit den Randoms richtig genial. Also bis jetzt immer 120. Keine Event-Quest. Keine Event-Quest. Untersuchung. Wir sind fast nur JR 800 oder so. 5er Lootbox. Das schmerzt besonders. Bei mir ist allgemein relativ tough. Bei mir ist easy. Oh. Ja, aber nicht wenn 3 reinkommen und genau. Alle 3 spawnen am gleichen Punkt und in dem Moment macht Namiel ihre Ulti. Le
Das ist aber echt unlucky, Alter. Ja, aber gewaltiger unlucky, weil genau in dem Moment spawnen die können nicht mal hechten oder so. In dem Moment macht sie ihre Ulti, zack, bumm, tut, 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 dass sie scheiß Skill hätten. Nee, das nicht, aber... Hey, die Arme schon von Lootbox, ey. Es tut so weh, gerade in meinem Herzen, so eine FIFA Lootbox. Der ja, Eno war jetzt drin. Der wird jetzt sagen, so, ja, scheiße drauf. Ist doch nix, eine Fünfer. Lang kann ich Krone was. Mega. Was, eine Krone? Glaub nicht. Ja, das soll egal. So. Kassier, Zitat Ende, Alter. So, Luna, wie viel Luna Quests habe ich jetzt eigentlich? Wie viel habe ich schon angesammelt? Oh, du hast voll, okay. Ziel. Wo haben wir unsere ADHS? Nervensäge. Eins, zwei, drei, vier Seiten. Ah ja. So, an. Quest registrieren, Quest registrieren, Quest registrieren, löschen, 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 löschen. Ja, ich gehe was anderes zocken. Nein! Mir hatte noch eine Kanone gefehlt, um eine volle Kanone zu haben und Sora ballert mich weg, Alter. Ehrenmann. Und das war die letzte Kugel, die ich von unten holen konnte. Spezial. Ey, was nach oben, ey, da gibt's doch nicht. Als ob ich mit dem unteren Schiff... Ah! Ich hab vergessen, den Drachenschwert durchzukloppen. Ja, eben, Drachenschwert wäre eine Möglichkeit. Ist mir jetzt eben gerade beim, als ich hochgeflogen bin, ist mir gerade aufgefallen, so scheiße, ich hätte Drachenschwert durchballern können. Es sind 15.000 Damage oder 1.500, ich weiß nicht, irgend sowas. Ja, es ist ein High-Rank, so ein normaler alleine, also das ist noch so viel. Ja. Yeah. Ja, ich wollte eh so machen, so wenn die obere erste Kanone reicht, dann baller ich den durch, aber die hat gereicht. Das greifen wir auf jeden Fall. Hat so lange gedauert, war so scheiße. Also das. So hat also nichts ans Tank mehr so, dazu gehe ich mir einfach nur wieder einen Gramm holen. Bin mal gespannt, was es spiegelt. Das ist so belastend. Du hast da so was weiß ich, 70, 80, 90 Exos im gesamten Spiel. Du willst genau eins haben. Der Rest ist dir scheißegal. Du willst eins haben. Ja, dann hast du Arschkarte, ey. Dann hab ich. Aber das Ding ist so, dass du, wenn du nur eins haben willst, so, dann hängst du von auch nochmal ab, so ob du was das für ein Exo ist. Wenn du Arschkarte hast, ist es ein Drop-Exo. Wenn du Glück hast, eine Quest-Exo. Ich hab die Arschkarte. Was willst du für ein Exo haben? Ein Arbeitstier. Ah, aber es ist eine Drop-Exo. Nein, deswegen habe ich ja die Arschkarte. Destiny 2 wird installiert. Okay. Boah, ich finde interessant, das ist auf diesem Bildschirm immer so, wenn Destiny 2 wird installiert, so, ne? Ne, Update machen, ne?
das Bild mit dem Reisenden und den Kindern vorne so, ne? Das Bild gibt es seit Destiny 1 und sie haben es nicht einmal geändert. Also wenn In-Game-Update war so, ne? Wo der Screen halt aufgetaucht ist, ne? Dieses Bild hattest du immer. Der Screen ist seit Destiny 1 dasselbe, den haben sie nicht verändert. Geil. Es ist 1-1 dasselbe. Alter, weißt du, worauf ich mich freue, wenn ich meine ich kriege jetzt zum Geburtstag eine Anlage, ne? Aber weißt du, worauf ich mich freue? Ach, was? Wenn ich die Anlage hab, ne? Dann werde ich, wenn ich eine eigene Wohnung hab, das erste Wochenende das Hörbuch von Warcraft The Beginning durchballern. Ja, Mann. Ich hab das Ding auf CD. Das sind 8 CDs oder so, Alter. Ich kenne das Hörbuch, das ist mega geil. Also ich stehe jetzt auf die Hörbücher von Warcraft, World of Warcraft und so. Weil die... Da Blizzard wenigstens noch so Ehre und holt sich ordentliche Schreiber ran, so. Das ist nicht von eigenen Marken, weil... Die Bücher sind der Hammer. Das Spiel ist scheiße, aber die Bücher sind der Hammer. Bin ich ehrlich. Xova Nessus, ne? Ja. Fett! Wo chillt der da? Auf diesem Schiff, der... ich hab schon wieder vergessen, die haben ja die zweite Location gecancelt. Ich glaub, die haben sogar den Zugang fast unmöglich gemacht dafür. Holy shit. Da hättest du mal die erste Location auf Nessus, also wo es noch zwei Locations so auf jedem Planeten, auf den meisten Planeten gab, so hättest du die Zeit mal miterlebt. Das war cool. Weil du hattest entweder Glück oder die Arschkarte. Weil manchmal war das so ein Ding von wegen, wenn du zu ihm hin willst, dann hast du es leichter mit bestimmten Charakterklassen gehabt, so. Beispiel, bei dem Ding auf Nessus, bei Jäger übel zum Vorteil. Weil du deine Sprungrichtung viel mehr mit ihm kontrollieren kannst, so als mit den anderen Klassen, ne? Und du übelst krass über Wurzeln klettern musstest, die, sehr seltsame, Rutschbotzen haben, sag ich mal. Wo du... Ich bin mal kurz auf K. ...schon sehr versuchen solltest, genau zu landen. Weißt? Das waren noch Zeiten. Und vor allem musste man... hab ich damals noch so immer selbst gesucht. Das war im Clan immer egal, im alten Clan. Da hat niemand nachgeguckt, wo ist, aber einfach so, alle sind ab irgendeinem Punkt online. Und dann wird zusammen nach Xur gesucht und jeder hat gewartet. Weißt? Einer hat ihn vielleicht durch Zufall entdeckt, aber der hat halt nichts gesagt, so. Der hat nur gesagt, ich übernehme den Planeten. Und dann hat der immer abgewartet, bis alle anderen sagen, jo, auf meinem Planeten ist nichts. Und dann hat der gesagt, jo, ist bei mir. Wusste ich schon die ganze Zeit, ich bin schon da, so. Schatten des Drachen, Geist aller Kettenpanzer. Ausweichen, die Waffen, ja, weiß nicht, ob ich das habe. Der Schatten des Drachens. Warte mal, will mir das Spiel gerade sagen, ich habe nicht genug legendäre Dinger, um mir ein exotisches. Ich dachte gerade ganz kurz, ich habe nicht genug Bruchstücke, um mir ein exotisches zu holen. Der kostet bloß 97, Alter. Würde ich schon sagen. Wurmgott berühre, bei dem bin ich mir sicher, dass ich die nicht habe. Aber Schatten des Drachens? Sammlung. Der
Exotic Rüstung Jäger. Wie sind die? Schatten des Drachen. Besitze ich. Alter, mir fehlen für den Jäger bei der Rüstung nur noch 4 Dinger. Dann habe ich alle exotischen Sachen für ihn, die es gibt. An Rüstungen. Jo, hier. Also warte mal, also mir fehlen für den Jäger. Lass mich jetzt mal kurz durchgucken, was fehlt mir für den Folter Press, krieg ich die Random. Muss ich wieder anfangen, Jäger zu spielen. Ich hab wieder Bock drauf. Ah, okay, das ist ein Random Drop. Assassinenkappe. Ein Hüter mit einem Nahkampfangriff oder ein Feind mit einem Finisher zu besiegen, gewährt die Unsichtbarkeit und stellt einen Teil der Gesundheit und deiner Schilde wieder her. Hm? Galanorbruchstücke. Erhalte super Energie für Klingfeuertreffer und Kills. Ne? Ah, das ist das, was Emir hat. Giftberührung, sofort Raubbombe mit wahrer Sicht. Okay, und Beine, die Kanonen schützen. Ausweichen hinterlässt ein Sprengse. Ach, oh, das kann da ficken. So eine Arschlöcher. Also ich hab gehört, wir machen jetzt die Streitfolge zu. Lass mich die kurz. Na, dann geh ich kurz auf den Ding an und dann. Erstmal hole ich mir Exo in Grafungsor, okay? Und die Wurmkoppel, die ich hab. Okay, was hab ich recht? Öffne ich schon mal das rein. Mal die Luft behalten, okay. Ja, ich bin auch noch auf Level. Kontraversaler Halt. Verbessertes Laden für leere Granaten. Ist das alles? Hör mal. Chaos-Umwandler. Widerstand gegen eingehenden Schaden, während du deine leere Granaten mit Chaos-Beschleuniger. Die leere füttern oder Supernova auflädst. Bei einem Treffer bringen geladene. Ah, so, jetzt verstehe ich das. Der Warlock hat ja. Ah, so, der Warlock hat ja die Fähigkeit, Granaten überladen zu können. Ah, so ist das gemeint. Ah. Marek Klug. Marek Höhn. So, ich weiß nicht, ob du beigetreten bist, weil. Ah ja, warte mal. Bist du gerade bei mir oder in der Nähe? Weil ich kann dir direkt den Raketenwerfer. Ah, ich seh. Ich komm zu dir, ich kann dir einmal schnell den Raketenwerfer zeigen. Hm. Schreib kurz Emir an, ob er mal seinen Arsch hier bewegen will. Ich hab ihn angeschrieben und hab noch keine Antwort von ihm erhalten. Hättest du dieses Wort...